Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich bin mal nach Hause gereist. Wieder mal in unser Apartment hier. In Kabuki, glaube ich. Und habe mal mein Inventar ein bisschen aufgeräumt. Man sieht, ich habe jetzt nur noch 73 Kilogramm von 448. Habe ein paar neue Outfits zusammengestellt. Einmal hier etwas Schickes, Elegantes. Leger und sportlich. Crazy und ausgeflippt. Ja, ein bisschen polizeimäßig, NCPD-Style. Netrunner-mäßig, stealthy. Und nochmal einfach so ein legeres Outfit. Heute bin ich mal so unterwegs. Habe noch ein paar Waffen angepasst, zum Beispiel die hier habe ich neu, also eher ausgetauscht, besser gesagt. Oder? Wait. Dann habe ich die andere abgelegt. Möglicherweise habe ich die falsche verkauft. Weil eigentlich dachte ich, die würde 110 Schaden machen. Aber irgendwie sind es nur 100. Kann man hier noch aufbessern. Upgrades. Nope. Ja gut, egal. Wahrscheinlich habe ich die falsche verkauft. Genau, und außerdem haben wir 637.000 Euro-Dollar. Das ist crazy vieles. Heute machen wir mal ein paar normale Missionen wieder. Und zuerst gehen wir zu Stefan und befragen ihn zum fehlhaften BD, den wir da ja von ihm gekauft haben. Außerdem kann es sein, dass das Spiel ein bisschen anders aussieht. Vielleicht erkennt man das. Denn ich habe mittlerweile HDR mal ausgeschaltet, da ich damit ziemliche Probleme hatte. Mit anderen Games auch und ich da keine Lust mehr habe drauf. Die ganze Zeit mich mit dem herumzuschlagen und irgendwie zu versuchen, dass das Bild bei euch zumindest nicht so überbelichtet ist. Weil bei mir sieht es meistens gut aus in den Spielen, aber bei OBS ist meistens immer mega überbelichtet und das ist einfach nicht geil und nervig. Und daher habe ich das eben ausgeschaltet und daher ist das Spiel vielleicht ein bisschen anders anzusehen. Vielleicht sind die Farben ein bisschen knalliger oder I don't know. Auf jeden Fall habe ich das mal ausgeschaltet. Und vielleicht bringt es uns ja auch ein bisschen was im Performance, in der Performance, damit das Spiel wieder mal ein bisschen flüssiger läuft. In letzter Zeit lief das Spiel meistens. Oh fuck. Nicht so flüssig! All units in the area. Criminal activity reported in Watson. Roger. Ja, sehr gut. Ganz kurz warten, bis die Stirn weg ist. Ja, und außerdem habe ich noch eine Mod installiert, die eigentlich auch ein bisschen mehr FPS bringen sollte.
Weil die nämlich DLSS zu AMD FSR 3.5, glaube ich, umwandelt. Und das irgendwie ein bisschen besser ist sogar und mehr FPS bringen sollte als DLSS 3.0, glaube ich. Genau, und von daher mal schauen, wie das so läuft. Hey Stefan, die Aufnahme lässt sich nicht auf meinem Headset abspielen. You're right. My tech doesn't read it for some reason. Told you so. Backwards compatibility's a bitch, ain't it? So we trying out my rig? I promise you it'll fire on every damn cylinder. Of course it'll cost you a little extra. Okay, 7000. Hier. Virtue better be worth all this trouble. Chill, girl, chill. Satisfaction or your money back guaranteed, all right? Now come on. Go where exactly? To my rig, yo. Where else? Not like I carry that shit on me. Der wird uns doch bestimmt ausrauben oder so. Wow, schöne Bude. Hey, this is my rig. Hey, take all the time you need. Okay. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Just like me, isn't it? Getting trapped in the brain of Night City's dumbest merc. What happened? Look around and connect the dots. Scavs. Shit. Oh, I can't believe I got conned. So your brain isn't completely fried to a crisp. That's good. Time to wake up, because you're about to be breakfast. Ich hab's doch gesagt. 630.000 weg. Nice. Finde deine Ausrüstung und nimm sie wieder an dich. Optional, ich komme aus dem Scav-Versteck. Fuck, Johnny. Ich hab's doch gesagt. Der verarscht uns nur. Leise. Das war knapp. Frischfleisch, dein Lieblingslieferant an Gump. Wir vergessen nichts. Du bist so gut wie tot. Von Victor an Blaze. Du bist tot. Wenn ich hier noch einmal einen deiner Leute sehe, droht ihm Schlimmeres als nur ein verstauchter Kiefer. Das ist keine leere Drohung. Versuch es nur, ihr Wichser. Jetzt haben die hier zwei PCs. Und Gump an Artyom Spielzeug. Hab gutes Zeug hier. Hand von Zetatec mit Biosignatur, aber wir haben schon einen Jailbreak bestellt. Militech feststellbares Visier. Frag mich, wo der Penner das her hat. Arasaka Hormonregulator, keine Biosignatur. Und ein paar andere Kuriositäten, Optik-Aktur und kosmetische Real Skin. Safehouse? Von Mishan Liuba. Was machen wir hier noch? Das Safehouse ist nicht mehr sicher. Man hat uns sogar im Fernsehen gezeigt. Dauert nicht lange, bis irgendein Arschloch uns dumm kommt. Wir müssen unser Zeug einpacken und uns verpissen. Vielleicht dauerhaft. Entspann dich mal, okay? Weißt du, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Blitz zweimal am selben Ort einschlägt? 0%. Also ist wer eingebrochen? Wir haben etwas Stress. Na und? Wir rappeln uns wieder auf und machen weiter. Okay, Packer.
Besondere Kundin. Hey, Stefan hat noch was draufgelegt. Erinnerst du dich an die Braut, die hier zusammen mit so einem Latino-Baller reingekommen ist und das halbe Team umgelegt hat? Haben wir irgendwas Besonderes für dich geplant? Sag mir etwas Bescheid, Alter. Wait. Das ist die gleiche Wohnung. Hier haben wir die andere gefunden. Ganz am Start. In dieser Badewanne. Leider weiß ich gerade den Namen nicht mehr, wie sie hieß. Und hier haben wir Jackie herumgewühlt. Und herumgeartet. Und alle niedergeballert. Mit Salo dein Kopf explodiert. Ja, komm. Alles nur... Ups. Alles nur Spam. Level up. Wir wollen wieder hingehen. Wir gehen kurz nach draußen schauen. Da geht's, glaube ich, eh nicht mehr weiter. That came in here guns blazing a while back. Ah, that time with the Valentino-looking psycho. That's the one! Looks like it's time for payback. Ich sehe schon. Es war ja Zeit für euch selbst. Was passiert bei Selbstmord? Wenn ihr dann schießt, er lockt ein Gang zu deinem aktuellen Ort. No! Fuck! Ich hab das Falsche gedrückt. Watch out! It's jamming our implant! Ja. What was that? Shit. Den Signalarmbereitschaft. Ich wollte ihn eigentlich zu uns locken. Und jetzt... Oh, wir sind ganz nackt. Ups. Ich wollte ihn zu uns locken, fucking hell. Naja, kann ich jetzt nicht ändern. Ist halt jetzt so. Jetzt werden sie uns gleich finden. Egal, dann hat so. Shit, die haben uns gehackt. Naja, ich wollte es leise schleichend machen, aber okay, so geht's halt auch. Ja, eine Person lebt noch. Für mich ist es übrigens auch sehr dunkel, also von daher... Ich sehe auch nicht unbedingt viel. Besser gesagt, fast gar nichts. Es ist mega dunkel.
Das hat sich wieder ein bisschen umgestellt. Ich gehe mal auf 90. Obwohl, nee, das sieht ja schrecklich aus. Wasch. Ist gerade mega weird. Diese Gamma-Korrektur. Der gibt noch mehr Leute. Mal anziehen. Ja, und ich habe übrigens hier noch ein paar Dinge angezogen, die uns ein bisschen mehr Buff geben. 20 Panzerung, 8,5% Verringerung der Upload-Dauer von Quick Hacks. Panzerung. Und das ist jetzt ein Quick Hack Schaden. Okay, die wissen zwar, dass wir hier sind, aber sie wissen nicht, wo wir sind. Ich wäre gern schleichen hier durchgegangen. Should have asked if he had any used hypos for sale too. What could go wrong? Not now, Johnny. Holy shit. Junge, Junge. Hat sich hier absolut gar nichts geändert. Seitdem wir hier waren. Ja, nice. Alpha-Wand. What was that? Also dass wir mittlerweile den haben, dass man ein Messer werfen kann, ist auch ziemlich nice. Das ist so traurig. So traurig, was hier passiert. Naja. Ihr habt es nicht anders verdient. Frischfleisch kennen wir schon. Ja, da wo du nicht bist. Bliat. Oh,
Oh no, das war jetzt doof. Oh shit. Ich hab den erwischt. Mal schauen, ob es hier hinten was gibt. Wahrscheinlich nicht. Funktioniert die Taschenlampe noch? Nee, oder? Ich sehe absolut gar nichts. Das Spiel ist bei euch so viel heller als bei mir. Also bei OBS meine ich. Auch nice, mit dem Wurfmesser durchzulaufen. Well, well, looks like fortune favors the stupid too. Now what? I'm gonna ask for a refund. Und von dir, Stefan. Das sind nicht meine Waffen, die ich sonst so ausgerüstet habe. Sind jetzt alle Favoriten weg? Das ist jetzt doof. Nee, warte. Vierundachtzig. Ich lasse es mal ausgerüstet. Wir stellen gleich mal einen Besuch ab und fragen nach einem Refund. FM 2030. Read up on him. Now he was the man. They've kept him in cryostasis to this day. Collection of some billionaire from Bahrain or whatever the fuck. Dann halt zu. Diesmal kommen wir wenigstens normal hier raus. Nicht so wie das letzte Mal. You're in deep shit. Time to die. Ihr kommt auch mal mit zum Sterben. Geht's hier rein? Nee. Einmal kurz. Na, mittendrin irgendwo. Computer
Ist da unten irgendwas? Wir schauen ganz kurz. Wahrscheinlich hier nichts Spannendes, ne. 650 Meter. Fahren wir noch kurz dahin. Zum echten Rätsel, wieso das Spiel manchmal einfach so unflüssig läuft. Eine Zeit lang lief es unglaublich flüssig, ohne Probleme, ohne nichts. Ich meine, ich habe jetzt sogar die Grafikeinstellung ein bisschen runtergestellt. Aber es bringt auch nichts. I don't get it. I don't fucking get it. Oh, es ist nervig. Hi, Stefan. I'd like a refund. Oh, holy shit, girl! You good? Hey, after you booted up that bird, you started glitching out and... Save your breath. You conned me. You knew what you were doing. You want to know what I do, though? Hmm? Now, hold up, yo. Let's all be chill for a second. You've got an hour to get out of Night City and never look back. Oh, my sweet fucking Jesus! Thank you! I knew you could- Shut the fuck up. I wasn't finished. If I ever see your face again, I'll gut you and string you up by your insides. Understand? Now start walking. Sweet dreams, Miss Anna Verschlossen. Lauf um dein Leben, Junge. Gut, dann würde ich sagen, war's das wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence. And more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.